Hallihallöchen, Leute, und willkommen zu einer weiteren Folge Deponia. Letztes Mal sind wir mit dem Minebike durch die Gegend geheizt, nachdem wir es repariert hatten. Haben festgestellt, wir sind im Kreis gefahren. Ja, und haben uns dann so ein bisschen hier verzwackelt und ja, ich spiele eigentlich in den ganzen Sachen rum und so weiter und so fort. So, dann gehen wir mal. Warum hängt das Skelett jetzt so tief? Habe ich irgendwas gemacht, was das ausgelöst hat? Aber jetzt könnten wir uns eigentlich den Schlüssel dann von der Theorie hier nehmen. Dann den Schlüssel. Machen wir da mit dem Wartungskasten auf oder was machen wir? Und wieder okay. Bin ich dem Geheimnis des seltsamen Schlüssels einen Schritt näher gekommen. Ich bin stolz auf dich, Rufus. Aber jetzt darfst du doch den Spiegel. Da war doch irgendwas mit dem Spiegel, das für letztes Mal, dass er den nicht festhalten nicht wollte. Fallen lassen, okay. Knackt auch noch richtig schön. Und dann wollten wir das machen. Bam, 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 bam. So. Kann ich jetzt da rein? Licht scheint ja an zu sein. Gesundheit. Junge, Junge, ist das dunkel. Zum Glück beherrsche ich die hohe Kunst der Sonar. Ich muss nur hören, wie die Schallwellen von den Wänden abprallen. Und zack, sehe ich wie eine Fledermaus. Okay. Au! Das habe ich letztes Mal gar nicht mitgekriegt, weil ich es wieder übersprungen habe, ich Dödel. Sorry Leute, jetzt kriegt es trotzdem mit. Licht, endlich. Blöd, dass der Scheinwerfer nicht um die Ecke leuchtet. Okay, dann muss ich. Was muss ich machen? Wenn ich mich hinsetze, kann ich das Minecart wieder hochfahren. Oder? Yep, damit fahre ich das Minecart nur wieder hoch. Was uns so gut wie gar nicht weiterhilft. Aber wir haben Schlüssel eingesammelt für den Schlüsselkasten. Was? Und da haben wir dann ein Achtkant. Wofür brauchten wir denn das Achtkant? Achtkant war irgendwas mit... festgeschraubt, zugeschraubt. Jetzt müssen wir das Skelett nur noch irgendwie wieder hochkriegen. Hier konnte ich nur diesen Hebel. Der... anscheinend nichts bewirkt. Außer dass das. Oh doch, das Skelett hängt wieder hoch. Das Skelett hängt wieder hoch. Das ist nett zu wissen. Aber. Deswegen war das komischerweise jetzt unten. Egal. Machen wir erstmal das Ding auf und klauen uns die Sicherung eine Heile. Und dann packen wir da mal einfach. Mal gucken. Wenn ich den Stromumkehrer hier einsetze. Verhält sich das Signal genau umgekehrt zum Signal. Exzellent. Er ist auch ein kleines Grinsebäckchen, ne? Der hat richtig Spaß gehabt beim Aufhängen. Okay, das war ein bisschen makaber, sollte ich vielleicht lassen, aber egal. Ihr kennt mich, ich bin ein makabres Gärchen. Darum darf ich das. So, jetzt dürfte das Licht ja eigentlich an sein, der Tunnel hell sein. Und ich gehe mal rein zur Außenkurve. Und gucken wir, was wir da finden. Ha, das grelle Licht stabilisiert die Schallwellen. Ah, ja. Autsch. So ein Depp. Ah, was haben wir hier denn jetzt alles? Wir haben erstmal eine Pulle. Und eine fliegende Lampe. Da war gerade eine fliegende Lampe. Und ein Hebel. So. Mit diesem Hebel. Wieso gehen wir da... Das ist sau verwirrend und verstörend eigentlich. So, dann gehen wir mal da zur Tunnelpassage zurück. Und wir haben eine leere Flasche, wo ich noch keine Ahnung habe, wofür die da sein soll. Aber wir haben einen Hebel. Den können wir jetzt endlich in den Weichenstellkasten. Das Bein wollt ja nicht. Puh, ein Teil und man kommt direkt wieder ohne voran. Minebike passiert da nichts. Okay, also müssen wir jetzt das Minebike wieder... Oh ja, dann müssen wir uns jetzt wieder ins Minebike setzen. Entschuldigung, Leute. Und dann Vollgas. Achso. Das Bike ist nicht schwer genug, aber Goal fehlt ja auch noch. Achso, ja, dann fahren wir nochmal im Kreis. Tschu! So, absteigen. Das Minebike ist cool. So, jetzt müssten wir ja von der Theorie her, dass die Weichen wegstellen können. Zack. Zack. Und
wir können uns wieder hinsetzen und dann mal losfahren. Dann müssten wir eigentlich losfahren. Tschu! Ist das Ding hier eigentlich viel zu schnell dafür? Okay, es hat eine sehr gute Bremse anscheinend. Jetzt müssen wir zum Kran. Ich hab einen Lauf, Leute. Ich hab einen Lauf. Besser geht's doch gar nicht. Und zack. Das wird ein Kinderspiel. Das glaube ich nicht. Ready? Go! Das wird bestimmt wieder ein Minispiel, oder? Als. Oh Gott, ist der. Mist. Was ist denn los? Ich bin doch sonst so lässig. Das sind bestimmt diese Minengase. Ja, ja. Wie sieht doch das nur aus? Am besten frage ich ihn mal. Okay, also heißt es jetzt anscheinend zum Doc nochmal. Hopp. Für sowas haben wir keine Zeit. Okay. Na, das, unser Grinsebärchen hält doch ganz lässig für uns den Spiegel. Hallo. Hm? Was? Oh, hallo. Das habe ich auch schon tausendmal jetzt gehört. Und zwar... Ich habe noch mehr interessante Herausforderungen. Immer her damit. Ich bin zu unruhig. Das merkt man. Sieh dich doch nur an. Die Hände, die Augen, die Frisur. Hä? Du solltest etwas dagegen unternehmen. Unrast ist des Bastlers Tod. Was sollte ich dagegen machen? Wenn ich unruhig bin, dann meditiere ich immer. Meditiere? Ja. Probier's einfach mal aus. Leg dein Bein hinter den Kopf und fixiere einen Punkt am Horizont. Warte, ich mach's dir vor. Nein. Oh! Such dir einen Punkt am Horizont und fixiere ihn. Totenstille. Such dir einen Punkt am Horizont und fixiere ihn. Gut so. What the? Siehst du, wie alles schärfer wird und die Farben kräftiger? Habe ich Pilze ich genommen? Habe diesen blauen Mast dort fixiert. Nun lasse ich meine Augen nach Osten wandern, bis ich etwas Rotes sehe. Jetzt glaube ich weiter nach Süden und dann in gerader Linie zu diesem gelben Ding da. I believe I can fly. Ich bin ja schon ganz vertranst. Auf jeden Fall musst du der Welt dann mitteilen, wer du bist. Ich bin ein Fluss. Was? Anschließend nehme ich noch einen tiefen Schluck aus meinem Flachmann und schon bin ich ganz relaxed. Alles verstanden? Ja, ich muss mir Alkohol entsaufen. Bis zum Horizont. Es wird Zeit, dass ich hier ab... Zeit, dass ich noch einen Schnuck... Und was wird das? Ich kann mir keine entstellen. Also lass das bitte sein. Okay. Dann muss ich jetzt mal überlegen. Darf ich das umfüllen? Jetzt mach mal halblang. Du kannst ja gerne einen Schluck abhaben. Das heißt aber nicht, dass du gleich die ganze Flasche umfüllen darfst. Dann drück dich beim nächsten Mal etwas genauer aus. Und was wird da? Naja, meine Sachen sind... Du willst doch nicht etwa meinen kostbaren Fusel als Reinigungsmittel verwenden. Nein. Alkohol gehört in die Leber oder in den Tank. Also lass das bitte sein. Ab in die Leber damit. Aber ich darf ja nicht. Der will mich ja nicht umfüllen lassen. Hallo? Oh Mann, das ist so... Gut, so. Okay, das hatten wir alles schon. Jetzt säuft er nochmal aus seiner Pulle. Anschließend. Also, ich brauche Alkohol. Wo zur Hölle soll ich Fusel herkriegen? Wo zur Hölle kriege ich meinen Fusel her? Meinen Fusel. Also gut. Frau Konzentration. Ah. Und
Tetanus ist das bequem. So kann sich doch keiner konzentrieren. Irgendwas mache ich falsch. Ja, du brauchst Alkohol, Alter. Aber wie kriege ich Alk? Nächste Herausforderung. Ich brauche Alkohol, Leute. Schade, dass ich Rufus nicht was von meinem abgeben kann. Mann. So, was haben wir denn hier? Der ist leer. Ohne mein Bike. Okay, Yep, Nudelrezept. Sind für mich kein Problem, sagtest du bereits. Und was ist, wenn wir die Lampe... mal austauschen kurz? Wieder in die rote? Packen wir mal die rote da wieder rein. Wartungskasten, der ist ja... ja, der ist umgekehrt. Auch wenn es doof klingt. Ein Bein reicht mir. Ja, was soll ich denn mit deinem blöden Bein machen? Der Doc will ja auch nichts haben von mir. Vielleicht den Bino-Salen. Und was wird das jetzt? Naja, meine Sachen doof. Also, das ist nur wer die Reinigung. Doc, hallo. Ich brauche deinen Wix. Den Scheiß da brauche ich. Her damit, sonst knallt's. Nochmal. Das sind nur ja die Tipps. Meine Freundin ist schwer hingeplant. Könnte ich dir mal zeigen, wie man meditiert? Ha! Ich brauche den Alk. Man sollte nie wegen des Tunnels. Andererseits gibt es ja hier auch viele Tunnel. Oh nein. Und was wird? Ich kann mir keine Enden. Also lass. Ja, aber dann lass mich doch wenigstens einen Schluck umfüllen. Hey, mit so einer Flasche könntest du den geheimen Leoparden. Ja, ja und so weiter. Ich brauche keine Belehrungen. Natürlich nicht. Welchen geheimen Leoparden? Will er mich rollen? Willst du eine Flasche haben? Hast du was dagegen, wenn ich deine Sachen mitnehme? Einmal nach Verwesung stinken für nein. Ast rein. Oh nein, ey. Ich würde ja sagen, das hier hinten mal Flasche dran halten, aber das macht er bestimmt nicht. Nö. Also betätigen wir nochmal den Hebel. Gucken, wie das aussieht mit roter leichten Linker. Blink, Link, Wiss. Bin heute wieder richtig, Zum Glück beherrsche ich. Okay, da ist es dann wieder dunkel. Okay, also mit der roten geht's schon mal nicht. Ho, 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 Leute. Es wird wieder schwerer. Das war nicht das, was ich vorhatte. Ach komm, fahren wir einfach nochmal los. Okay. Nochmal absteigen. Weichenhebel. Dadurch wird das dann wieder rübergezogen. Und dann ist, ja, der Lauf ist wieder vorbei, wie ihr seht. Ach, verdammte Axt 9s. Ich mache erstmal das Licht aus, wechsle die Lampe wieder aus. Weil anscheinend die Lampe brauche ich ja wahrscheinlich sowieso nicht mehr. Würde ich jetzt mal behaupten. Das Problem ist einfach, der will mir den Schnaps nicht geben. Ich will diesen Schnaps aber haben. Wie? Wir fangen einfach mal an, ein bisschen rum. Die beiden sind nicht kompatibel. Okay. Weder praktisch noch konzeptionell. Okay.
Was? Oh nee, ey. Wir brauchen irgendwo noch was Elektronisches, was. Ha. Wenn wir das Minebike jetzt auch noch ausstatten mit dem. Wenn ich einen Stromumkehrer umkehre, fließt dann der Strom gerade? Eine interessante Theorie. Sobald ich mein Labor in Elysium eingerichtet habe. Wäre interessant zu wissen, Rufus, aber das hilft uns hier gerade nicht weiter. Also brauchen wir Alkohol. Hiermit taufe ich dich auf. Wir finden schon einen Namen. Flaschenbrecher. Da sagt eine er wahrscheinlich. Warnlampe? An meinem Minebike? Also wenn ich schon etwas einbaue, dann bitte auch was Naheliegendes. Okay. Ein Turbobeschleuniger. Oh ja. Oder eine Stromfunktion. War klar. Du bist ein Freak, Rufus. Mehr nicht. Das ist einfach nur Freak. Nicht, solange ich noch zwei eigene... Okay. Wir müssen irgendwie hinkriegen das. Können wir den Sitzteil abbauen? Wir versuchen es mal. Das Werkzeug ist immer nur so gut wie die Hand und dieses hier ist ziemlich nutzlos. Ach so. Nee, Moment. Das ist natürlich, dass du dich selbst disst, Rufus. Ich wusste es immer. Man braucht kein Yoga, wenn man Erfindungsreichtum hat. Was? Man soll keine Sache, wenn man vorhat zu bremsen. Es funktioniert. Es funktioniert wirklich. Jetzt nur noch. Wo ist das mein Mist? Ach, verdammt. Ich hab was vergessen. Aha. Oh, shit, Leute. Jetzt habe ich das Minebike da hinten stehen lassen. Nein. Aber warum habe ich jetzt einen Knochen hinten? Bringt das so das Glücksbringer? Irgendwie Glücksbringer-Style? Minecart. Setz dich mal hin. Schmeiß den Modder an. Und dann fahren wir mal. Eine Runde Minebike. Losfahren. Njom. Zack. Und nächster Versuch. Zum Kran? So, zum Kran. So, Rufus. Mist, aber jetzt. Nein! Ach. Okay. Das hat mir. Der Doc hat mich belogen. Ich hab doch alles richtig gemacht, oder? Nein, uns fehlt Alkohol, Rufus. Scherben bringen, aber ich. Okay, da sagt er überall das Gleiche. Das Werkzeug und die... Nee. Der ist bereit. Ein Bauteil, das nur der... Bräuchte man dafür ein extra Bauteil? Ha. Ich habe später noch Zeit, meinen gefürchteten... Okay. Ah, was jetzt? Oh oh. Du willst da jetzt nicht rumschrauben, bitte nicht. Rufus, lass das. Aus! Das Werkzeug ist. Und okay. Du bist jetzt. Du bist jetzt diesen ganzen Weg gegangen, um mir zu sagen, dass. An Umkehr ist nicht. Ich habe später. Das hatten wir alles schon. Ich brauche nur noch diesen Alk von dem Blödmann da. Wie kriegen wir den Alkohol von dem alten Mann? Ohne mein Bike passiert da nicht. Da finde ich wahrscheinlich auch nichts mehr drin. Ich habe einen Strom. Ich. Entweder da. Da sind tatsächlich ein. Ach, ich lasse es mal drauf an. Okay. Hier riecht's übler nach Benzin als in Lonzos Bar. Aber weit und breit kein Zapfhahn. Doch, unten ist ein Zapfhahn gewesen, aber da will er ja nicht dran. Nein, Ware. Ja. Nein, wahre Kreativität braucht keine roten Signallampen. Das ist ein Schlüsselkasten. Oh.
Complicated. Warum will er denn da hinten nicht an diesen Dings ran? Und Klein Doc will mir auch nicht meine Teile geben. Hey, da ist ja noch was drin. Die ist ja praktisch noch halb voll. Doch nur ein Käfer. Oh. Rote Lampen, die Spaßbremsen unter den Leuchtmitteln. Ein Schraubenschlüssel nur für Achtkantschrauben. Der Fachidiot unter den Werkzeugen. Was sagte Doc noch gleich? Rufus, denk immer daran, mit einem eingebauten Umkehrer kehrt sich die Wirkung eines Gerätes um. Aber warum erzähle ich dir das? Du, oh, man sollte einen Planeten. Ach ja, der gute. Ja, ich glaub's auch, Rufus. Ich glaub's auch. Da ist ja auch nichts mehr, was wir mitnehmen könnten. Nein. Man sollte nie betrunken wegen des... Das hatten wir auch schon. Das ist Schrotthändler Schnacker. Ach ja, Leute. Ich würde sagen, wir finden keine Ahnung mehr, wie es weitergeht. Ich werde... Ja, das werde ich machen. Ich habe alles ausprobiert, was mir eingefallen ist. Ich könnte noch alles mit allem mal ausprobieren. Das werde ich jetzt auch machen, einfach nur, weil es... Ja. Nicht mehr. Okay, ist der jetzt hochgegangen? An Umkehr ist... Okay. Ich weiß, wie man... Ich muss das nicht noch demonstrieren. Tut mir leid, wenn ich jetzt die Gespräche so ein bisschen überspringe. Wahre Kreatur. Zu, aber egal. Ja. Scherbenbrick. Aber ich brauch. Scherben. Okay. Ich weiß, wie. Ich muss das nicht. An Umkehr. Ich brauche den Alkohol. Ganz klar, ich brauche den Alkohol. Man soll, wenn man vorhat zu bremsen. Wir haben aber nicht vor zu bremsen, also passt das schon. Nein, wahre Kreatur. Nein. Okay. Das geht auch nicht. Das und. Der ist bereit. Das und diese. Nee. Das und. Nee. Ja, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns, ich gehe mal speichern und dann würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Mal, Leute, weil, ja, ich habe gerade keine Ahnung, wie wir weiterkommen und ich, ja, muss mir nächstes Mal was einfallen lassen, vielleicht fällt uns ja nächstes Mal zusammen was ein, vielleicht schreibt ihr mir einen Tipp irgendwie unter das Video, wie ich weiterkomme, vielleicht bin ich ab dann schon weiter, aber ich wäre für jeden Tipp dankbar, den ihr mir schreibt. Bis zum nächsten Mal!